Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2, die Hexenkönigin in Space. In diesem Part werden wir die Hexenkönigin-Mission die List machen. Das halt eben auf Held, weil das ist halt am einfachsten. Und damit ab geht die Post. Der Ruhm ach komm. Ist noch stärker verschanzt als beim letzten Was ist denn jetzt Mal, hier kaputt? Ja, komm. Oh ja, der Ruhm hat sich hier tief eingegraben. Also jetzt müssen wir halt einfach von hier aus weitermachen. Weiß es halt nicht, wie lange das noch hier dauert, bis mal in der Mission fertig ist. Genauso gut, was jetzt hier halt eben Hauptsache ist. Ja, das sehen wir ja. So oder so. Jetzt hier noch einmal durch. Je nachdem, wie lange wir dann hier am Start sind, vielleicht nochmal. Das weiß ich jetzt nicht. Den kümmere ich mich jetzt hier erstmal. Oh. Das geht auch nur ziemlich schnell. Aber dann hast du jetzt für ein paar dort ausreichend sein gerade. Also Finch, je nachdem, wie lange das jetzt hier weitergeht. Mehr über diesen Tempel. Woher weißt du, dass er Satona geweiht ist? Ich habe nur kurz hineingeschaut, aber die Statue da drin sieht genauso aus wie sie. Also hat Savathun ein Mausoleum für ihr jüngeres Ich gebaut und es dann aufgegeben. Warum? Ich weiß es wohl nicht. Aus Scham? Wer schämt sich nicht ein bisschen für seine Vergangenheit? Was ist? Wie habe ich das jetzt gerade geschafft? Einfach mal so durchgerannt, bevor das aktiviert werden konnte. Ich bin gut im Großen und Ganzen, macht es eh keinen Unterschied, weil, ja, sieht man ja. Okay, warte, was? Achso, ich habe kurz den Überblick verloren, wo ich überhaupt bin. Na gut, passiert halt manchmal. So oder so können wir jetzt hier erstmal die Dienstzeit-Geschichte hier machen, oder was das war. Wo war die nochmal? Da. So. Schon wäre das nicht erledigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt hier noch genau ansteht an dem Rest der Mission. Das ist halt auch schon so ein bisschen her, wo seit ich das jetzt zum letzten Mal gemacht habe. Na, stell dir vor. Machen wir so auf ein kleiner Widerlinge. Immer problemlos einfach mal rennen kann. Aber wenn man dann vielleicht ein bisschen auch sauberer arbeiten müsste, um die komplett zu überrennen. Und da sind wir wieder hier. Das ist also der Tempel, den Savathun sich selbst gewidmet hat. So, aus das Ding. Beeindruckend, nicht wahr? Man kann Savathun nicht vorwerfen, zu bescheiden zu sein. Nein, verdammt! Als ob ich gerade hier so runtergesprungen bin, dass mich das erledigt hat. Was war das bitte schön für eine dumme Nummer? Ich weiß halt nicht, wie schnell das hier geht. Das Problem, endest du jetzt halt mal. Held, was halt viel zu leicht geht, und dann halt eben Legende, was dann muss genau Gegenteil davon ist. Das ist halt irgendwie ein bisschen blöd gemacht an dem Gesamtring. Also gut, kommen wir dem an zu. So. Jetzt können wir jetzt erstmal den hinterher jumpen. Eigentlich auch ziemlich offensichtlich, dass die gar nicht fort bis wir Dinger Videos haben. Also halt eben die erste von dem Turm da. Weil dieser Turm da hinten ist ja nichts anderes als das nur in Schwarz. Was man so sieht. Also dann auch selbst. Kann man sich nicht drauf beschweren. So. Guck mal, was die Horde da unten jetzt erstmal. Vielleicht auch im ersten. Eine Art und Weise, die uns halt erlaubt, nicht so dumm mit den Granaten zu gehen. So oder so, falls euch das Video gefällt, könnt ihr liken, abonnieren, kommentieren, Dinge, die man halt so als YouTube-Zuschauer so macht. Falls euch überhaupt genug interessiert, was ich hier mache. Wahrscheinlich nicht, aber ein Versuch ist es wert. Oh hey, bevor ihr in den Tempel geht, sollten wir Wetten abschließen, was ihr dort finden werdet. Genau, das denn? Technisch gesehen habe ich kein Glimmer, aber ich habe eine ziemlich solide Theorie, die auf dem basiert, was wir bis jetzt gefunden haben. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Absolut nicht, nein. Ja. Lenkt den Hüter nicht ab. Wir wetten bereits darauf, dass dieses Ding die Antworten hat, die wir brauchen. Das Schicksal des Reisenden und der letzten Stadt hängt davon ab. Ja, wie oft werden wir diese Line noch hören? Da, diese Klappe in der Mitte sollte die Zukunft ja herunterlassen. Ach, ist das so? Sag bloß.
Alter. Boah, du hast wo, da war doch gerade irgendwer, der mich gesniped hat. So. Ja, gut. Okay. Ja, die kann man eigentlich links liegen lassen. Die sind ein bisschen lästiger, weil sie ein bisschen Schaden machen, aber... Ja. Sieht man ja. Wie viel die Probleme sind. Okay. Ja, gut. Und dann können wir jetzt hier weitergehen. Endlich. Ikora, wir lassen jetzt die Zugbrücke herunter. Gut. Sobald ihr drin seid, begebt euch direkt zu der Statue, die Finch beschrieben hat. Wenn dies dem Muster entspricht, sollte das Objekt in der Nähe sein. Ach, wirklich? Also, ich glaube, die ist dezent. Okay. Und das war's dann auch mit dem. Was auch immer der hier vorhat. Das war's dann auch mit dem. So. Hüter, Geist, habt ihr das Objekt schon gefunden? Das Einzige, was hier ist, ist die Statue. Was? Es muss noch etwas anderes geben. Was könnte es wohl sein? Ja, es sollte passen. So, das da wieder an. Okay. Und dann können wir jetzt hier mal den gesamten Saftladen aufräumen. Okay, hallo? Okay, wo ist jetzt hier der Typ da? So, hier irgendwo müsste doch sein. Was? Es tut mir leid, aber es sieht nicht so aus, als wäre das gerade, bitte schön. Finch, bitte sag mir nicht, dass der Hüter das alles umsonst gemacht hat. Nein, nein, hier ist etwas, ich schwöre es. Moment, was ist, wenn die Statue selbst das Objekt ist? Ja, bestimmt. Oder ein Teil der Statue. Der Wurm sieht aus wie ein separates Stück. Ach, wirklich? Natürlich. Das ja, ist das schließlich Saratuns Tempel. Da muss ein Trick versteckt sein. Hallo. Ja, dankeschön. Okay. Verdammter Trick. So, jetzt aber. Gib den näher. Ah, natürlich. Na, guck mal an, was haben wir denn hier? Das, aber das ist unmöglich. Das ist ein Aram-Kara. Ja gut, der kommt komplett daneben. Was zum? Ich wusste, dass die Aram-Kara nicht verschwunden sind. Ich wusste, dass es noch einen gibt. Mindestens einen. Die letzte ist gestorben, als sie die Träume statt verflucht hat. Das muss eine weitere Illusion sein. Oh komm, ne. Was war das gerade für eine dumme Aktion? Ja, natürlich ist es eine unerhältlich. Oh komm. Wer zur Hölle kommt bitte auf die Idee, mich hier wieder zu beleben? Na gut, das war vielleicht auch nicht gerade die letzte Option. So, jetzt aber. Ja. Keine Chance. Der Ausgang ist komplett blockiert. Aber natürlich ist er das. Der Bruder muss allerdings auch irgendwo hergekommen sein. Ja, die können ja überall auftauchen. Nur wir können es halt nicht. Nochmal mache ich den Fehler jetzt nicht. Nein! So, komm her, du komische Aram-Kara-Illusion. Komm, spuck deine komische Kotze.
So, das war's mit dem Teil hier. Die Rosten. Komm. Komm her. Was machst du jetzt da? Was willst du jetzt tun? Ja, das habe ich mir gedacht. Natürlich hatte dieser Ahamkara noch einen Trick auf Lager. Wir müssen einen Ausgang finden. Ja, stell dir vor. Ikora, Finch, irgendwelche Vorschläge? Ja. Ich hab doch schon die perfekte Idee hier. Auf uns allein gestellt. Na dann mal los, Hüter. Ja, absolut. Also ab geht die Post hier. Und natürlich bin ich hier als letzter unterwegs, weil. Ja. Funktioniert halt so. Das ist genau, aber die Version hier. Na geil. Man kann diese Brücke von hier aus nicht runterlassen. Ja, natürlich nicht. Einen anderen Weg gehen. Benutze deinen Verstand, Hüter. Du bist schon zu weit gekommen, um mit leeren Händen umzukehren. Ja. Mit leeren Händen wird hier überhaupt nicht umgekehrt. Wenn überhaupt halt überhaupt. Nee, wenn überhaupt genau nicht. Ja, was auch immer. Und ab hoch da, Belange. Geist? Hüter? Bitte melden. Seid ihr da? Wir sind hier, Ikora. Und auf dem Weg zur Oberfläche. Und ihr habt das Objekt, richtig? Andernfalls war das eine riesige Zeitverschwendung. Wir haben es. Danke für deine Besorgnis, Finch. Das war einfach. Ha. Ja. Wunderbar. Also würde ich dann erstmal sagen, was das wohl mit dieser Mission. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.